Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruder Baustelle. Und ja, wie ihr euch vorstellen könnt und gerade schon seht, ich bin mal nicht bei mir, sondern ich habe mich beim Siggi eingeladen, denn er hat hier ein ganz tolles Modell schon hier und er hat sich auch schon ein bisschen angeschaut und kann einfach mehr darüber sagen, als ich es wahrscheinlich hier könnte. Deswegen kommt er jetzt mal mit dazu, damit ich auch ein bisschen nebenher Fragen stellen kann. So, komm mal her, du musst. Hilft alles nichts. Hi, Flori. Hi, grüß dich. Hallo, Modellbaugemeinde. So, wir haben einen, damit ich es richtig vorlese. Ich muss ablesen, weil dieser Name geht runter wie Öl. Ihr werdet es gleich merken. Wir sprechen ihn nachher nochmal alle gemeinsam. Huina Carbolite K350, 100S Hydraulikbagger, 1 zu 14 Blau, RTR V2 von Modellbau Natterer zur Verfügung gestellt für dieses Video. Und ich würde sagen, bevor wir lange quatschen, schauen wir einfach mal in die Kiste und dann, wir werden uns nebenher mal ein bisschen unterhalten, oder? Darüber. So, gehen wir runter. Ja, oh, leck mich mal. Gut, also. Ihr braucht unbedingt Freunde, die dann mit euch auspacken, weil anders geht das nicht. Was haben wir alles mit dabei? Also erstmal haben wir hier... Aufkleber. Aufkleber. Aber was für Aufkleber? Ihr müsst euch das reinziehen. Was für Aufkleber? Da sind Fleißkai irgendwelche Fuzzis drauf. Was ist denn das? Nochmal. Also, was sind die Aufkleber, die dabei sind? Hier. Also, Ghetto-Aufkleber. Also, wer die auf seinen Bagger hat, bitte nicht mehr zurückschicken. Sofort alles vorbei. Wenn ihr damit auf dem Parcours auftreibt, am besten ans Heck, so komplett wie früher. So komplett einmal einpacken damit. Gell? Natürlich Akku mit dabei. Akku mit dabei, schauen wir uns nachher gerne mit an. Hier haben wir. Mega Ladegerät, Flori. Das beste Ladegerät auf der ganzen Welt. Jawohl. Nein, Quatsch. Ihr müsst aber, wenn ihr den Akku laden werdet, die haben mittlerweile keine Balancestecker mehr. Ihr müsst das Ladegerät nehmen. Ist ein 5000 mAh Ladegerät. Genau. Circa 2 Stunden für einen 10.000er Akku. Funktioniert hervorragend. Bindet sich selber. Ist top. Braucht nicht drüber meckern. Idiotensicherer Stecker. Einfach rund, einfach rein. Das können wir, glaube ich. Anleitung ist drauf. Rot. Means charging. Ah, rotes Licht meint er lädt. Wenn er das meint. Grünes Licht means charging full. Okay, und disconnect. Wunderbar. Also mit Anleitung drauf. Akku. Das ist der Akku. Machen wir auf noch, kann man das zeigen vielleicht, dass die eben keinen Balancestecker mehr haben. Jawohl. Da kommt jetzt hier Ladekabel rein. Das ist dann für Innenbagger, schätze ich. Genau. Wir haben hier einen 10.000 mAh Akku. Lear 18650 Batterien mit einer Platine drin, deswegen haben die keinen Balancerstecker mehr. Richtig, richtig, genau. Und hier ist ein falsches Label drauf, denn hier steht noch 7,4, ist aber ein 12 Volt Akku. Können wir euch nachher mal durchmessen. Messen wir durch und sagen wir euch das, genau. So, Spritze. Falls man Nerven verliert, kann man genau. Sich beruhigen. Für die, die das Hydrauliköl im Blut haben. Wunderbar. So, jetzt Öl. Da sage ich jetzt was dazu. Ja. Dieses Öl ist definitiv nicht mehr dabei. Bei keinem Modell, was aus dem Natterer Shop rausgeht, was bei mir durch die Hände gelaufen ist. Weil dieses Öl ist viel zu zähflüssig für diese Modellbagger. Ich befülle den Bagger euch, dass ihr, wenn ihr den bekommt, ist er auf den Maximum aufgefüllt. Das habt ihr das gute Öl drin und damit läuft er auch schöner. Deswegen ist kein Öl mit dabei. Nur zur Info, dass ihr euch wundert, warum das Öl da nicht mehr dabei ist, wenn ihr den neuen Bagger bekommt. Okay. Wenn, ich weiß jetzt nicht, wie ist der Verschleiß von Hydrauliköl? Eigentlich null, oder? Wenn er jetzt nicht sabbert? So sieht es aus. Aber wenn man was bräuchte, einfach zu dir, oder? Ja, einfach oder melden oder mit einfach Bescheid geben. Genau, richtig. Dann legen wir euch eine Pipeline. So mit Hydrauliköl. Also nicht mehr mit dabei, ganz wichtig. Ist zu dick. Jetzt haben wir noch GPS-Antennen. Mega geil. Funktionieren? Schaut super aus. Funktionieren leider Gottes nicht. Okay. Aber wir haben nur Attrappe. Nur Attrappe. Falls die Frage aufkommt. Also falls es euch mal abhaut auf dem Parcours, ihr müsst es suchen. Es weiß nicht, wo es ist. Zwei Sätze Schlüssel für den Koffer. Der ist absperrbar natürlich. Okay. Mega stark. Wenn ihr wollt, könnt ihr einen beim Techniker lassen. Dann hat er immer Zugang zu eurem Koffer. So. Ansonsten habt ihr hier... Das war früher schon so auf der Baustelle. Ich habe immer einen Satzschlüssel für den Bagger gehabt. Immer. Ist ja auch wichtig, oder? Ja, natürlich. Ich finde es aber toll, dass... Also vier Schlüssel... Für einen Koffer, ne? Für einen sind das auch unterschiedliche. Nee? Ja, das sind auch der gleiche. Ah, okay. Ah, okay. Also so ein bisschen wie bei der Sparkasse. Ja. Von den Kindern, okay. Genau. Also Schlüssel für den Koffer. Dann, Imbusschlüssel. Imbusschlüssel. Ah, okay. In Mikroausführung wieder. Die finde ich super. Ich liebe es, wenn Werkzeug dabei ist. Ja, deswegen baue ich auch so gerne IKEA-Sachen auf.
Ja, die sind nicht immer schlecht, die sind cool. Sind echt schön. Sind echt cool, ihr seid ja heute wahnsinnig weit weg. Ich muss mich zu euch hinüberstrecken ins Wohnzimmer. So, also wenn Werkzeug dabei ist, freue ich mich immer, allein schon so klein pusht. Nicht jeder hat so eine voll ausgestattete Werkstatt. Spiegel. Muss vom Kunden selbst angebaut werden, weil das, glaube ich, das schafft doch jeder alleine. Genau. Jawohl. Eine Tüte Ersatzteile, zwei Ersatzglieder sind dabei. Öldichtungen für Zylinder. Es ist also von jedem ein bisschen was dabei. Ein paar Schrauben, ein paar Bolzen. Ja, genau, richtig. Also nichts Dramatisches. Es ist auch nur das, was dabei ist. Okay. Ne? Hat Metallketten, wenn ihr das so ja, seht. Ja, richtig, genau. Boah, das ist ja geil. Also alles wunderbar. Das ist auch immer gut, wenn ein paar Teile mit dabei sind. Zentmaterial, aber wichtig. Richtig. Gerade bei den Sachen, die aus China kommen, gell? Wir wissen es. Einfach ein Ersatz. Ja, genau. Wir brauchen, ist gut, passt. Es ist mit dabei. Also, nagelt und nicht fest, das ist jetzt die V2, ja? V2, genau. Sollte sich hier was ändern, V3, kann es natürlich sein, dass nicht dieser Satz dabei ist, sondern ein anderer. Genau. Oder irgendwo was. Es kann ja auch was verbessert oder verschlechtert oder anders sein einfach. Nagelt uns da nicht drauf fest. Das ist jetzt aktuell einfach in diesem Paket mit drin bei der V2. So, jetzt machen wir mal den Schaumstoff raus. Der ist geteilt, es ist cool. Damit ihr euch nicht die Finger brecht. Genau. So, noch mehr Schaumstoff. Dann machen wir die Fernbedienung. Genau. So. Das ist die, hast du gesagt? So, das ist eine PL18, eine Fleißkeit PL18 EV Light. Die Paladin, die schöne schwarze. Die schöne schwarze, genau. Das ist mit Abstand. Ist das die gleiche, die wir hinten? Ja, genau, das ganze gleiche. Aber wenn der Sigi hier da rumschnippelt, zeig das mal. Die gehört allerdings zu diesem Monster hier. Genau, wenn er auspackt, unten abonnieren, Glocke drücken, dann kriegt ihr die Info, wenn das Video online geht. So, ja? So ist also, das ist die gleiche. Genau. So, legen wir den mal auf Zeit. Wie Weihnachten. So, Flori, geht es hinten rein zu packen? Hinten reinpacken geht? Was? Entschuldigung. Das ist halt der falsche Kopf. Moment. So. Einmal hinten schön reingreifen und dann einfach mit der. So, das ist auch nochmal ein doppelter Boden, also nochmal ein zweiter Rand. Genau, okay. Das könnte man auch ausnehmen können. Dann hätte ich noch. Dann machen wir die mal zu, bitte. Jawohl. So, da kann ich mich draufstellen, weil ich bin nicht groß. Kann ich über den Bagger drüber gucken. So schaut er aus. Der kommt auch so eingeschweißt? Der kommt so eingeschweißt. Aber wird dann, wenn wir den fertig umbaut haben bzw. eingestellt haben, geht der nicht mehr mit der Folie raus. Also nicht mehr so. Ah, okay. Jetzt wir sparen nochmal Plastikmüll, weil. Genau. Weil die sollten wir dann. Genau. Wir haben hier einen Teich in der Nähe. Nein, Spaß. Um Gottes Willen. Wir würden niemals. Das wird ganz offiziell im Wertstoffsack entfernt. Verbrannt, weggeschmissen, wie auch immer. Wir machen, was man auch immer mit Plastikmüll. Wir machen Mülltrennung. Flori, das weißt du doch, wir machen doch Mülltrennung. Ne? Ganz genau. Wie war das? Biomüll ist Plastik und Gelb ist, glaube ich, Bio oder wie war das? Ja, genau. Oh, irgendwie so. Warte mal. Moment. Ja, genau. Oh. Perfekt. Der ist nicht ohne, also da brauchen wir schon ein bisschen Gewalt im Arm. Der macht zwar dann alles automatisch, gell? Aber. Ja, aber auspacken muss man doch selber, ne? Wenn ihr jetzt an meiner Stelle wärt. Ist da Schutzfolie drauf? Da ist Schutzfolie drauf, genau. Okay. Und auch bei dem, warum können wir den mal runter? Ja, natürlich, wir drehen ihn mal um. So, ich möchte euch mal zeigen, was bei dem auch richtig lustig ist. Die Türklinke, die hat da richtige Funktion. Das heißt, ich muss sie nach hinten ziehen, dass ich die Türe öffnen kann. Der Hammer ist, die Seitenscheibe kann ich aufschieben. Ich möchte ein bisschen aufschieben, weil da eine Schutzfolie drauf ist. Ne? Aber die lässt sich verschieben. Wenn jetzt der Steinschlagschutz, weil diese V2-Version hat ja diesen Steinschlagschutz, ich kann da sogar das Dach öffnen. Das ist klippbar wie im echten Bagger. Klar, das geht natürlich jetzt nicht, weil es eben der Steinschlagschutz drauf ist. Ihr seht da hier die Scharniere. Ich blende euch mal ein Bild ein. Ein Nahbild hier. Von den Scharnieren, das ist der Hammer. Also, das ist echt. So, einmal die Seite. Wir haben ja jetzt auch, da können wir gleich da drüben weitermachen. Ja, ich bitte. Korallen nicht. So. Ihr seht alles. Ich schau mal schnell. Bleib dran. Du lässt einfach weitermachen. Ich guck mal, ob die auch alles sehen. Schau mal. Ja, wir sehen bis zu den Ketten. Wir sehen perfekt. Also, wir haben hier vorne nur so ein Mäusekino. Deswegen sehen wir nicht alles. So, Ölkühler ist absolut stark mittlerweile. Unsere Freunde aus Fernost, die machen mittlerweile Ölkühler rein.
absolut top. Dann das hat aber meiner nicht, ja? Also nein. Ich habe ja den kleinen Carboline. Genau, richtig. Da wird das Öl nicht so heiß, oder? Ja, das heißt, wenn ihr ein vernünftiges Öl drin habt, die Hydraulik perfekt eingestellt ist, dann wird eigentlich kein Bagger nicht heiß. Du, Flori, du weißt, ich baue seit über 17 Jahren Bagger. Mhm. Ich habe noch in keinem Bagger einen Ölkühler eingebaut. Ja? Okay. Aber hier ist einer drin. Da ist einer drin, richtig. Und ich finde das eigentlich klasse, weil er ist auch wirklich von der Optik stark. Ja, wenn man da auch mal sagt, oh, ich habe einen Ölkühler drin, dann ist der schon hammermäßig. Dann schaut auch gut aus, oder? Selbst wenn er keine Funktion hätte. Das ist doch, der funktioniert richtig. Dann haben wir natürlich den Empfänger drin. Für den ist er 12-Kanal. Der 12-Kanal reicht uns für diesen Bagger momentan aus. Warte mal, das ist ganz spannend. Ja, dieser 12-Kanal passt. Aber die Fernbedienung könnte mehr, gell? Die könnte mehr. Also die Fernbedienung ist 18-Kanal. Ja. Schau, ich muss mal in meinen Speckzettel schauen. Ja, ich weiß. Dass du hier auch nicht Sachen erzählt. Ja, genau. Also hier, wir haben es vorhin schon festgestellt. Hier steht 26 Kanäle, ist falsch, falls ihr das noch seht. 18 Kanäle kann die Fernbedienung, 12 Kanäle sind verbaut aktuell, genau. Und die schauen wir uns jeden einzelnen natürlich an. So, also das ist klar, da sind wir durch, da ist nicht mehr. Natürlich und Umleuchte, meine Meinung, also das ist meine persönliche Meinung, ich muss keiner so ernst nehmen, aber ich sage, ein Kettenbagger mit Rundumleuchte geht gar nicht. Es ist kein Straßenfahrzeug mehr, sondern Rundumleuchte, kann auf dem Mobilbagger oder auf dem Radlader. Egal, ist eine Geschmackssache. So. Aber ist drauf. Aber ist drauf. Die kannst du natürlich und auch funktioniert runter, sogar, ne? Runterreißen oder so. Also. So, dann, was der natürlich... Ich hier ein bisschen den Schaum. Ja, den kannst du rausnehmen, genau. Okay. Dann den wir, ja, machen raus. Wo jetzt ist so ein bisschen, auf die Leitung, genau. Das ist, da geht es dem Bagger sonst wie ihr über einen Zahnarzt. So. Ja, genau. So. Ist nicht. Was bei der V2-Variante halt richtig toll ist, dass die alles komplett angeschlossen hat. Bei dem funktioniert wirklich alles. Diese Variante 1 ist ja praktisch, gibt es glaube ich auch, die gelbe gibt es auch in Variante 2. Die hat die einfache Fernbedienung mit dabei. Die Anschlüsse sind auch dran, aber nicht angeschlossen. Servos sind verbaut, aber die Fernbedienung, der Empfänger von der Variante 1 kann das nicht. Das heißt, man müsste die sowieso umbauen. So. Aber die laufen ja bei dir durch die Hand. So, richtig, genau. So, es ist ja so, bei denen, deswegen haben wir uns eigentlich, der Herr Natterer und ich, wir haben damals, oder er hat mich mal über meine Meinung gefragt. Ich sage, wenn man so ein hochwertiges Modell verkauft, dann soll es alles können. Nicht, dass ihr dann anfängt, ihr kauft jetzt was weiß ich für 5000 Euro ein Modell und dann fange ich an, wieder nachzurüsten. Und so habe ich jetzt alles dabei und dann funktioniert das. Da habe ich lieber gleich von Anfang an ein bisschen mehr bezahlt, aber ich habe ein Modell, wo ich alles anklemmen kann. Klar, vom Zubehör reden wir später dann nochmal. Aber ich sage mal, da ist wirklich so ziemlich alles möglich. Hydraulische Schnellkupplung dort, der hat sogar hydraulische Schnellkupplung. Sollen wir da gleich noch Aufkleber hinten drauf machen? Nichts da, lass dich Aufkleber weg. Kommt gar nicht in Frage. Ne? Der hat auch schöne Aufkleber mit dabei. Okay. So, also, soweit einmal ist klar. Dann natürlich Antriebe, Schwenker. Was ist das? Das ist nicht das GPS, gell? Nein, das ist der Luftfilter. Wir der Luftfilter. Wir drehen jetzt einmal rüber. So. Okay. Schaut euch das, den Arsch an. Wie ein nettes Mädel. Ne? Übrigens, was mir gut gefällt, weil das ist ja auch nicht immer, die Bohrungen sind alle vorhanden. GPS ist schon richtig vorhanden. Ja? Also ihr könnt die direkt hinschrauben, ihr braucht jetzt nicht extra noch anfangen, irgendwie hier Gewinde schneiden oder so. Genau. Und dadurch vielleicht den Lack nur und da kratzen. Ist der Empfänger für diese GPS. Also ist natürlich auch nur Attrappe, aber schaut halt mega echt aus. Ne? Fussel hier. Folienfussel. Okay, ich hätte mal einen raus. Mach mal raus. Ich darf mal rauspacken. Und Schrauben wegschmeißen. Hervorragend. Wer möchte dieses Modell? Es fehlt eine Schraube. Kann er sie beim Bernbacher bestellen? Die werden wir nachher gleich finden. Ist alles gut. Werden wir schon finden. Das ist das Problem. Ich dachte, die Schrauben waren in dem anderen Päckchen. Aber es schaut gut aus. Ja. Wunderbar. Kann direkt angeschraubt werden. Richtig. Einmal ohne frei. Bohren, ohne allem. Gewinde ist drin. Ist alles tippitoppi. Ist natürlich jetzt noch nicht angeschraubt. Transporttechnisch wäre das natürlich eine Katastrophe. Ich hätte das alles runterreißen. Ja. Okay. So, dann da hinten, also was er auch hat, der hat hinten in dem Ballast diese Lichter funktionieren. Einfach nur rotes Licht. Also nicht ja, also bei Funktion. Also einige kommen ja aus diesem ersten Ruiner. Es leuchtet und blinkt, wenn es sich bewegt. So diese für 12-Jährige oder so. Das ist jetzt hier nicht. Ich mache Licht an. Nein, genau, ich nehme das einfach mit. Genau, okay, das sehr gut. Ist kein Blinklicht oder irgendwie sowas, sondern es ist einfach schön hinten rot. Das ist, damit der LKW-Fahrer weiß, wo Ende ist. Oder? So ähnlich, ja. Dass er nicht immer hinten an den Arsch. Damit er nicht immer an den Arsch hinten. Du kennst es ja, Florian. Ja, weil die ist auch da mitgemacht. Ne? Ganz aber, genau. Alles gut. Was wir jetzt vergessen haben, was ich gerne noch sagen möchte, was mir sehr gut gefällt, ist, was diese Carbolite-Serie hat.
dass die auf dem, die haben im Tank ein Schauglas. Und zwar wie beim echten Backen. Der hat jetzt ein Ding drin, oder? Der hat ein richtiges Schauglas drin. Ja. Ich mache euch ein Foto, blende ich euch auch ein. Hier unten drin ein Schauglas, schaut ein bisschen aus wie so ein U-Boot-Fenster. Super. Wir haben ja schon einige verkauft von denen. Muss sagen, muss ich auch ehrlich sein, weil wir sind ja ganz, ganz ehrliche Leute, ne? Weil der hat mich angerufen vor 2 Wochen und da sagte, du, da läuft Öl aus dem Tank raus. Und ich war mal dann ein bisschen unsicher und habe mir gedacht, der soll ihn vorbeibringen. Haben wir das dann angeschaut und dann bin ich auf folgendes Problem gestoßen. Und zwar normalerweise im echten Leben verhält sich es ja so, man sagt, der Ausleger muss ausgestreckt sein, alle Zylinder eingefahren, auf der Ebene, genau, also ein Stiel raus, Löffel ganz aufmachen, hinlegen und dann soll das Schauglas halb voll sein. So habe ich den eigentlich befüllt. War soweit alles in Ordnung. Bis zu dem Tag, wo der dann auf dem Parcours war, war leicht schräg gestanden und hat dann in die Tiefe graben müssen. Und zwar Anschlagzylinder. Dann ist zu viel drin. So, jetzt habe ich es folgendermaßen gemacht. Ich habe jetzt alle Zylinder eingefahren. Das heißt, ich bin über die Tischkante gefahren, habe die Zylinder ganz runterlassen, dass sie ganz eingefahren waren, Löffel ganz aufgemacht, dass das meiste Öl im Tank drin war und habe dann Schauglas mit dir auffüllt und dann passt es. So wird der auch ausgeliefert, bloß dass ihr wisst, wie man den Ölstand prüfen wird. Profitick. Ja, die hätten wahrscheinlich alle raus, einmal ganz voll gemacht, einmal reingefahren und das, was drin bleibt, ist das, was er hat. Was ihr da machen müsst, wenn er rausgeht von mir, da ist ein Blindstopsel drin. Und zwar, den müsst ihr bitte tauschen und zwar gegen eine Belüftung. Ich muss mal schnell schauen, der muss da irgendwo bei dem Zubehör mit dabei sein. Das ist der hier oben. Ich hebe ihn gerade mal ein bisschen hoch. Das Teil hier hat, ich muss mal nachgucken, 17, irgendwas Kilo. 17,5 ist es angegeben. Ich kipp das. Ist ja kein Öl drin, oder? Doch. Der wird trotzdem kippen. Ja, natürlich, du darfst es. Nur nicht umdrehen, oder? Doch, kannst auch. Der ist komplett geschlossen. Der ist dicht. Der ist dicht. Wenn, was der Florian meint, das ist, wenn ich diese Entlüftung auch mache. Das ist eine Tankentlüftung, da ist eine Bohrung drin, die geht drauf und hat dann da oben diese Auslandbohrung. So, wenn ich den drin habe, muss ich aufpassen mit dem Kippen, dass es nicht rauskommt. Also nicht den Hang runterkugeln lassen? Das ist eher so semi. Ja, genau. So, aber bitte den austauschen gegen diesen Verschlusstopfen, weil der eben mit Öl transportiert wird, dann kann auch nichts passieren. Weil der verliert kein Öl, der ist eigentlich soweit komplett dicht. Okay? Aber den bitte austauschen, wenn ihr den Bagger dann zu Hause stehen habt. In der Vitrine. Vitrinenmodell. Also ich meine, sowas gehört doch irgendwo auf die Küchenzeile oder auf den Kaminsims. Das macht ja wohl Spaß, mit den Dingen zum Fahren, weißt du? Das ist das abgenutzt. Das geht gar nicht. So, gut. So, jetzt hat Highlight. Sind wir schon wieder auf der Seite, ja? Ja, pass auf, wir drehen nochmal 5-mal um. Jetzt machen wir nochmal schnell von vorne. Ich habe nämlich nur was gesehen. Also nochmal. Für alle, das ist kein Milchglas, da ist eine Schutzfolie drauf. Sonst geht es euch mit mir und ich denke, fahr dann irgendwie rum und beschwer mich, weil man der Backerfahrer nicht singen oder man hätte auch Klarglas verbauen können. So, da ist sogar ein Staufach drin für Kette oder für sonst was man halt so braucht auf dem Bau. Ne? Hüpfer, ja. Kastenbier. Kastenbier zum Beispiel, jawohl. Oder Fettpresse, falls man mal schmieren sollte, ja. Aber ja, tut eh keiner mehr. Irgendwo gibt es so Kastenbier im Maßstab. Ich weiß es, wenn ich es rausfinde, ich verlinke es euch unten, schaut es mal rein. Ich verlinke euch das, irgendjemand hat die im Shop. So. Ich habe die schon gesehen. Also, da ist auf jeden Fall ein Schaukasten drin. Was mir noch gefällt... Da könnt ihr auch den Stopfen reinmachen, natürlich. Was absolut genial ist, ist diese... Dieser Gaszylinder von dem Motorhaube, das ist absoluter Hammer, das Beste, was ich jemals gesehen habe. Und der funktioniert ja auch. Das ist keine Attrappe, der funktioniert wirklich. Schaut euch das an. Ich mache euch nachher noch ein paar Detailaufnahmen. Das ist absolut genial. Was Besseres, glaube ich, gibt es nicht. So. Also für alle, die sich überlegen, warum kostet dieses Modell einfach Geld? Richtig. Hier, wenn ihr das anfasst, das ist einfach der Hammer. Also ihr seht, wir sind jetzt immer noch auf einer Seite, ich komme überhaupt nicht raus. Also ich bin, so, das ist einfach auch, zu viel. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Steuer, also wir sind 6-fach Steuerblock drin. Alle 6 angeschlossen, sind alle 6 auf das Dings angeschlossen, auf die Empfänger, auf die Fernbedienung. Das heißt, Zusatzanschlüsse sind auf jeden Fall funktionsfähig. Die Zusatzanschlüsse, ja genau, da kommen wir nachher noch drauf. Der hat von vorne extra Anschlüsse, genau. Für allen möglichen Blödsinn. So, dann... Der Auspuff, ja. Der liegt ja hohl, das ist eine Hohlkammer. Bitte da mal reinschauen, da kannst du reinschauen. Siehst du okay. So, das ist ein Alurohr und in dieses Alurohr könnte man ein Rauchmodul reinsetzen. Wer den,
diese Gimmick will, ja, okay, also ich habe meinen rausbauen, weil ich muss sagen, ich halte nicht so. Weil wenn am Motor weiß raucht, ja, dann ist meistens die Kopfdichtung kaputt. Und, hat man da nicht irgendjemanden gewählt? Oder so, ja, das kann natürlich auch sein. Okay, also klar, wenn es raucht, dann liegt natürlich die Vermutung immer nahe, dass irgendwas anderes abkugelt. Ja, deswegen. Na, also das haben die irgendwie so mit angebaut, dass man das wirklich notfalls mit dem Blitz machen kann, rauchen. Cool. Aber gut, das haben die halt mit vorgesehen. So, dann haben wir. Aber ist nicht mit drin. Ist nicht mit drin, genau. Ist nicht mehr wichtig. So. Nicht mit drin. Da sieht man die Pumpe. Okay. Okay. Wunderbar. Das ist doch ein Vitrinenmodell. So, wir haben, das müsste diese VW-Pumpe sein, in der kleinen Variante. Die bringt, glaube ich, 800 oder 900 Milliliter. Weil der große, dieser hinter uns, der große 79er, der hat nämlich die 1200er Pumpe drin. Okay. Läuft schön, klar, die ist natürlich ohne Vorsatzgetriebe, relativ starker Motor drin, braucht ein bisschen Strom, aber wir fahren das getestet, wir schaffen mit einem 10.000er Akku, kannst du zweieinhalb Stunden fahren, also das ist relativ gut. Zweieinhalb Stunden? Ja. Und was hast du gesagt, 2 Stunden ungefähr Ladezeit? Genau, klar, wir schieben 5 Ampere rein, also 5000 mAh auf den 10.000er, ganz schmutzig, wir werden es nicht fahren. Genau. Also, das heißt, wenn ich jetzt hier einen zweiten hätte, könnte ich technisch gesehen unbegrenzt. Ich kann immer einen laden, einen fahren. Also, ich bin immer so, ich habe für jedes Modell 3 Akkus, weil da bin ich immer auf der sicheren Seite. Ne? Gut. Ja, ja. Darf nie ausgehen. Ne? Das ist wie, Backe ohne Diesel geht nicht. Ja, das weißt du, Flori. Ne? Absolut, absolut. Nee, also da bitte auch reinschauen. Wenn es gibt, ich verlinke es ja auch unten, die Akkus einzeln nochmal. Das Modell übrigens auch, natürlich, ganz klar, gell? Wo ihr das bekommt. Genau. Ihr habt das gesehen, hier ist auch diese, ich drehe es mal. Warte. So, das hier ist auch alles aus Metall gefertigt. Also es ist jetzt nicht irgendwie so eine Plastikeinlage oder sowas. Wir sind hier einfach in einem ganz anderen Level unterwegs. Ja. Also vergleicht es bitte nicht mit den Huina-Modellen, die ihr sonst so kennt. Vergleicht es auch nicht mit den kleinen Carbolite-Modellen. Das hier ist einfach nochmal einen Ticken höher. Ja? Also hier kommen wir später hin. Aber hier, da sind wir echt super unterwegs. Das ist der Hammer. Also ich kenne das von früher aus den Messen, aber da war man eher fünfstellig unterwegs für so ein Modell, oder? Richtig, ja. Man muss jetzt mal nur eins dazu sagen. Schau mal, Flori, der hat verchromte Metallleitungen dort. Alles, es ist alles wirklich sauber verarbeitet. Du hast wirklich Leitungshalter mit dabei. Es geht bis vorne hin, es ist sauber aufgeräumt. Es ist eigentlich, top. Das kann man, glaube ich, bald nicht mehr toppen. Und dann für den Preis, ne? Weil, im mittleren vierstelligen und normal sind wir da leicht fünfstellig. Minimum fünfstellig, ja. Ne? Und von dem her muss ich sagen, Verarbeitung top. Läuft auch richtig schön, muss ich sagen. Bin sehr, sehr begeistert von dem Bagger. Also kann man eigentlich jetzt nichts dagegen sagen. Gut, Metallkette, automatische Kettenspanner ist auch klar. Man ist mit dabei die Klappe, genau. Genau, da haben wir sonst alles. Das Schwenkmotor, ganz klar. Also, ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon gesagt habe, aber Schwenkmotor und Fahrantrieb, das sind Brushless-Motoren. Mhm. Ja. Fahrantrieb auch? Okay. Fahrantrieb auch, jawohl. Hat keine, also bloß, dass wir das erwähnen, der hat keine Motore an den Nähe. Wir starten den jetzt gleich mal, drehen wir nochmal, dann sieht man da unten besser hinten an die Endantriebe hin. Der hat wirklich einen Kettenantrieb, der geht nach in die Mitte rein und der Motor ist in der Mitte verbaut. Das heißt, wir haben keine außenliegenden Motoren. Ah, okay. Also ist richtig toll gemacht, er ist toll verarbeitet. Super. Also man kann, glaube ich, dagegen nichts sagen. Und für das Geld, ganz ehrlich, Leute, ich muss sagen, ich habe viele Bagger selber gebaut, aber ich komme für diesen Preis, kann ich so einen Bagger nicht bauen. Es ist so. Das ist schon der Hammer. Vor allem, weil halt alles dabei ist. Gell? Also du brauchst jetzt nicht die große Werkstatt, du brauchst jetzt nicht extra noch ein Ladegerät und nochmal die Fernbedienung. Ja. Ich meine, der liegt ja in einem Preisbereich, das geben ja andere für Fernbedienungen aus. Ja, das gibt es richtig. Es soll solche Leute geben, die tatsächlich so viel Geld für eine Fernbedienung alleine ausgeben. Richtig. Hier könnt ihr direkt losbaggern. Ja. Bums hat er, dann würde ich sagen. Sollen wir mal starten? Sollen wir mal anmachen? Schauen wir mal. Ich steig mal rein. Ja. So, warte mal, ich schau mal, ob die Fernbedienung, aber die müsste passen normalerweise. So. Muss ich auf irgendwas aufpassen? Warte mal, Flori, stopp mal. Warte mal, bevor wir weitermachen, ich möchte euch was zeigen. So, wir haben jetzt die Fernbedienung eingeschalten. Die Fernbedienung, die zeigt euch an, wenn dieses Bild kommt, dann könnt ihr nicht den Bagger starten. Und dann sagt ihr euch, welche Schalter ihr nicht auf Null Position habt. Darf ich nochmal? Ich zeige euch, das ist mal in der Nähe. Achso, nochmal ein bisschen gerader. Weil das ein Spiegel ist, ihr seht es. Und da sind jetzt hier, da wo rot ist, oder? Genau, richtig. Also ihr seht jetzt hier, sagt er, welches Schalter sind nicht auf Null. So, genau, so, dann brauche ich ein bisschen schauen, so, das ist der da drüben, das ist der da einmal, dann ist er auf grün. Ja. Und der muss in die Mittelstelle. Und dann geht die automatisch in den Start über.
Ja, gut, bei so vielen Schaltern ist das natürlich super. Ja. Bis du da alle durchgedrückt hast. Richtig. So, na gut, okay, ganz viel Saft haben wir nicht da. Aber ich denke, zum ersten Mal Probelauf machen, können wir das machen. Jetzt, Akku hast du angesteckt, Chef. Nein. 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 Mensch, schalt den Akku ein. Einfach einschalten. Einfach einschalten. Mach mal hier einmal hier. Genau, die Klappe hinauf. Du musst dann mal schauen, glaube ich, du musst den Akku eher umlegen. Genau, weil der passt so nämlich auch rein. So vielleicht. Ich bin gerade mal überlegen. Ah, ihr kennt es. Ihr kennt es. So. Ja, genau. Ja, genau. So, hier. Die Seite hier. Genau. So, und jetzt kannst du den eigentlich... Hier ist der Ausschalter. Das ist ein Ausschalter. Genau, schalte mal ein. Leuchtet diesmal grün. So, die Pumpe gibt das Signal, wenn sie auf 0 steht. So, und jetzt ist eigentlich startklar. So, wir haben, jetzt muss ich mal schauen, ob das bei alle gleich ist. Die Pumpe ist der untere Schalter, da schalte ich die Pumpe ein. Okay. Ist der leise. So, ja. Mein kleiner Kapolein mit dieser Pumpe, der brüllt sich einen weg und der hier flüsterleise. Schau, kennst du das Schwenkgeräusch, Lodi? Ja, danke. Ihr erinnert euch an die ersten Videos bei meinem Schwenken? Ja, also, und der, jetzt muss ich mal Flori fragen, warum können wir da irgendwas unterlegen? Ich möchte hier nicht deinen Tisch kaputt machen. Ich möchte da doch mal was machen, ich möchte euch mal zeigen. Also diese Bagger, die haben wirklich schon enorme Kraft, weil wenn ich jetzt hergehe, der drückt sich seine 17 Kilo weg und ich kann mit dem Schwenk meinen Unterwagen drehen. Also ganz ehrlich, mega stark, was der Bagger eigentlich kann für dieses Geld. Ja. So, fahren haben wir da drauf, auf diese zwei seitlichen Hebel. Natürlich alles proportional fahrbar. Die Hebel sind auch selbst rückstellend. Genau, das ist nur das. Ganz wichtig. Ja, genau. Super. So, absolut super. Was er natürlich nicht hat, aber nachrüstbar, ist ein Saugmodul. Ja? Manche mögen es nicht. Gut, ich sage immer, wenn man, du weißt, ich habe einen eigenen Parcours, wir bringen maximal 6 Fahrer rein. Ja, gut, wenn es eng wird, dann vielleicht 7. Aber wenn, ich muss mir das einmal so vorstellen, auf einem Raum mit 45 Quadratmeter, wenn jeder ein Saugmodul einschalten würde, dann ist es schlimmer wie auf einer Großbaustelle. Ja? Lärmbelästigung. So sieht das aus. Ne? Hart an allen Grenzen. Jetzt pass auf, jetzt müssen wir mal schauen. Ach, der rote ist zum Beispiel für die Rundumleuchte. Die kann ich auch ein- oder ausschalten. Und Notarztblindlicht. Moment. So, genau, dann wechselt er vom Blau auf Rot. Ja. Ne? Emergency mein. So, nur Rot und dann nur Blau. Weiß nicht, hat das THW vielleicht sowas? Hm. Es gibt auch THW und Feuerwehrbagger. Wer jetzt so. Bei mir, weißt du, dass ich sage, wenn die jetzt irgendwie so. Ach so, meinst du, ja. Baumstämme oder irgendwas. Nix. Hochwasserschutz. So, nochmal einschalten, dann läuft sie wieder normal. Jetzt mal bloß schauen, wo der Licht schaut. Ah, der Licht ist jetzt E1 eingeschaltet. Jetzt mal bloß schauen, wo das Licht drauf ist. Ah, genau. Hier ist jetzt das, ich drehe es gerade mal rum. Genau, drehen wir rum, Flori, genau. Als ob er das nicht selber könnte, gell, der Bagger. Ich helfe ihm mal ein bisschen, damit er nicht so viel. So, also, Licht aus. So, das ist ein Lichtmodul von den. Aus dem fernen Osten, die schalten mehrere Funktionen. Ich kann jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt einschalte, es brennt nur hinten das Licht, vorne gar keins. So, ich schalte es nach oben, habe jetzt halt die ganzen Scheinwerfer dabei. Dreh mal. Genau, wir wollten schon wieder selber drehen, aber wir wollen euch das ja zeigen. So. Genau. Dann haben wir jetzt hier die schöne Beleuchtung mit genau. Hier vorne auch. So, jetzt ist sie wieder aus. So, jetzt, genau, jetzt habe ich vorne an, hinten aus, jetzt ist hinten an und vorne an. Ah, und beim zweiten, okay. Und wenn ich das dritte Mal vorschalten will, dann ist wieder alles aus. Ne? Also einfach immer hin und her, bis ihr genau, das habt, was ihr wollt. Genau, richtig. So, einmal durchschalten. Ja, einfach einmal durchschalten, kann nichts passieren. So, dann natürlich, deswegen ist das mit Abstand das Beste, was momentan auf dem Markt zu kriegen ist. Ich habe da die Zusatzfunktionen drauf, einmal linke Seite. Ach, die kann man drehen? Die kann man drehen, genau. So, das heißt, ich brauche, wenn ich heute Grabenräumlöffel habe, Greifer, ich brauche... Wir haben ein bisschen was hergerichtet. Ja, genau. Sowas hier. Wenn ich sowas anbaue, ich kann praktisch fahren und gleichzeitig praktisch mit dieser Funktion diesen Löffel betätigen oder Greifer, ganz egal. Kann ich alles mit dort machen. Dann hat dieser Joystick... hat sogar noch weitere Funktionen. Der hat da oben noch Schalter. Und zwar nicht nur ein Taster, sondern ich habe mit dem wirklich eine Funktion vorwärts, rückwärts.
Okay. Das heißt, ich habe praktisch also ich habe zwei Richtungen. Die alten, die drei, beziehungsweise die vier, die Joystick, die was du ja kennst, was du ja auch so verbaut hast, die haben oben ja nur eine Taste, wo du von mir sagst, Hupi bitte. Ja, genau. Zone. Und der hat eine Doppelfunktion. Das heißt rastend, oder? Der ist nicht rastend, aber ich kann ihn tasten, aber ich kann ihn vorwärts und rückwärts laufen lassen. Und bei der alten habe ich ja nur die einzige. Ja, genau, da kann ich nur Strom und nicht jetzt, Strom, ja. Florian, du weißt, ich baue ja auch elektrische Grabenräumlöffel. Ja? Da kann ich jetzt zum Beispiel auch hergehen und sagen, so was auch. Oder Rüttelplatte. Rüttelplatte. So. Kein offizielles Zubehör, aber wenn ihr das wollt. Pst. So. Elektrisch, das heißt, ich mache da zwei elektrische Anschlüsse mit dazu. Dann kann ich zum Beispiel hergehen, die Drehfunktion bleibt für die Hydraulik und für die Rüttelplatte kann ich jetzt zum Beispiel sagen, klar, beim Rütteln ist es egal, da brauche ich nur eine Funktion. Aber ich habe noch eine andere Rüttelplatte, die wo drehen kann auch noch. Und dann muss ich drehen vorwärts und rückwärts kennen. Und das kann ich mit dieser Funktion machen. Super. Das heißt, ihr habt die Funktion auf dem Joystick, vorwärts, rückwärts, links, rechts. Dann kann ich es noch links und rechts drehen und ich kann noch mal hoch und runter drücken auf eine elektrische Funktion. Super. Wahnsinn. So, gut. Ja, achso, ja, Schnellwechsel. Schnellwechsel brauchen wir noch. Flori, wir haben noch Schnellwechsel nicht. Wenn wir gerade dabei sind, oder? Hier. So, warte mal, wir müssen das natürlich ordnungsgemäß machen. Ich muss ein bisschen schrauben. So, Schnellwechsel. Sollen wir es richtig machen, oder wenn wir es im echten Leben machen wird? Ja, zeig uns das mal. Das hätte bei mir eindeutig gleich wieder. Also, einfach so. So, funktioniert ganz einfach. Der verriegelt mit den Rollen. Okay. Ja, habe ich jetzt einmal bei dem auf den Schalter draufgeklickt, weil ich sage, okay, das ist gut, weil dann bleibt er auch offen. Mhm. Klar könnte man das jetzt über einen Taster machen, zum Beispiel. Ich kann jetzt, was jetzt zum Beispiel, kann ich jetzt gerne mal erwähnen. Und zwar, was bei der Fernbedienung auch interessant ist, weil ich kann jeden Kanal, und ich sage jeden, auch diese vier Kanäle, die kann ich verschieben. Das heißt, sagen wir mal, alte Modellbauer kennen das, Kanal 1, 2 ist rechts, 3, 4 ist links. Und jetzt sage ich, ich möchte auch den Dreier da drauf haben. Dann gehe ich ins Menü rein, sage, okay, pass auf, Kanal 3 muss jetzt das SWR anzeigen. Das heißt, ich fange jetzt nicht an umzustecken, sondern gar nichts. Ich kann elektrisch alles in der Fernbedienung digital im Menü. Das heißt, ich kann alles so belegen, wie ich das haben möchte. Vorteil ist natürlich, ich fahre das Ding schon seit dem ersten Tag an. Ich glaube, ich war auch der allererste, wo diese Fernbedienung damals als PL18 zum Testen gekriegt habe. Und muss sagen, war schwer begeistert. Und dann habe ich denen auch damals ein Statement geschrieben. Und kurze Zeit darauf haben dann die Vollversion, das ist die PL18 EV. Die, wo jetzt hier dabei ist? Nein, das ist die EV Lite. Ach, das ist die EV Lite. Das ist die Lite, die steht auch da hinten drauf. Okay. Der Unterschied ist, dass die andere, die Voll-EV, die hat da unten nur einen Potti mehr mit drin. Mhm. Und ansonsten ist sie relativ identisch und es sind, glaube ich, zwei Empfänger bei der EV normal. Okay. Da hast du einen 12er und einen 8er mit dabei und bei der ist nur der 12er mit dabei. Aber die kann halt wirklich alles. Und ich muss sagen, was halt toll ist, ich habe 18 oder 19 verschiedene Mischer. Das heißt, ich brauche nichts. Gar nicht, ich brauche kein Zusatzgerät, ich kann das alles im Fahrzeug machen. Ich habe auch, bloß dass ich es erwähnt habe, das ist jetzt kein Nachteil oder nichts Schlechtes jetzt. Ich stelle meistens meine Backer immer ein auf die eine bezeichnet als LS-Steuerung, das heißt Lizenzing-System, dass der praktisch zumischen tut, je mehrere Funktionen ich fahren kann. Habe ich bei dem Bagger versucht, auch bei dem großen 79er funktioniert teilweise, weil wir dürfen eins nicht vergessen, diese Pumpe hat kein Vorsatzgetriebe, wie zum Beispiel jetzt die von anderen Modellbauherstellern bzw. Modellbaulieferanten, die machen ein Vorsatzgetriebe, dann hat die Pumpe weniger Kraftaufwand. So, da ist ein relativ großer Motor drin und dieser Motor läuft sehr schwer an. Okay. Auch wenn ich das gute Öl von mir rein tue. Deswegen sage ich. Macht die Funktion dann nicht so viel oder geht nicht so richtig. Richtig, deswegen sage ich eigentlich, ich habe es bei dem jetzt wieder ausprobiert, müssen wir dazu sagen, wir haben ja den vorher schon mal eingestellt, als das wirklich schön laufen wird. Ich habe das wieder rausgemacht, weil es einfach schöner ist, wenn ich den einschalten tue und der einfach kontinuierlich diesen Druck da hat. Ja. Weil dann läuft er viel weicher, es läuft viel schöner, viel runter. So,
Ist meine Empfehlung, ihr könnt es machen, wie ihr wollt. Wenn ihr wollt, ich schalte euch das auch mit dazu. Da müsst ihr halt damit leben, dass ihr momentan beim Anlaufen halt einfach ja, ein bisschen träger ist, als wenn ich die Pumpe direkt einschalte. Das heißt, er würde bei einer Funktion, also wenn ich jetzt sage, ich würde jetzt nur den Löffel bewegen, dann macht er weniger Pumpe. Also genau, dann hat die Pumpe einfach weniger Saft. Und je mehr ich dann Arm spiele und so weiter, dann fährt er die Pumpe immer mehr hoch. Richtig, genau. Und bei dir, du stellst so ein Power. Ich kann aber auch, wenn ich jetzt natürlich irgendwo unten bin und sage, ich will jetzt nur mit dem Löffel irgendwo was an der Böschung abnehmen, habe ich halt auch vollen Druck. Richtig. Weil sonst müsste ich natürlich immer mit Arm und Stiel kommen, genau, damit ich auch den vollen Pumpendruck kriege. Richtig. Und so habe ich auch, wenn ich nur eine Funktion nehme, das heißt, wenn ich jetzt nur was hochheben möchte, zum Beispiel mit dem Arm, richtig, will ich ja auch die volle Power haben, weil ich natürlich meine, ich muss mit meinem 17 Kilo Ding irgendwie, keine Ahnung, Nachbars Geländewagen umeinander fahren. Dann habe ich immer ich finde es besser. Also das eine macht zwar Sinn, vielleicht, ganz, aber ganz klar. Ich glaube, nee, Akku wirst du da nicht sparen, oder? Man muss es ja so sehen, was mache ich denn mit dem Bagger? Ich lade ja. Das heißt, wenn ich einen LKW laden tue, oder einen Dumper, ist ja ganz egal, dann mache ich ja Folgendes. Ich tue ja permanent schaufeln. Ja. Das heißt, dann brauche ich die Pumpe eh immer. Mhm. Und was ist denn schlimmer? Das ist ja wie mit dem Auto. Früher hat man doch immer gesagt, du musst bei einer Ampel das Auto ausschalten. Aber bis sie dann festgestellt haben, dass ja bei jeder Startvorgang eigentlich mehr umweltverschmutzend ist, als wenn ich jetzt den Motor eigentlich im Stand das laufen lassen würde. Und da ist ganz das Gleiche. Wenn ich jetzt, der LKW, also wenn nur ein LKW da ist und ich kann nicht kontinuierlich laden, dann muss ich die Pumpe manuell ausschalten. Aber sobald ich ein LKW dastehen habe, dann lade ich in dem Moment ja permanent durch. Und gerade bei Böschungen zum Beispiel machen, wo ich jetzt einfach mal eine schöne Hanglage machen würde, da muss ich durchgehen packen, da muss ich eigentlich den, da brauche ich den Ölfluss. Also das ist, es ist toll. Wir wollen mehr Power, oder? Ja, also wollte ich nur sagen. Also wenn ihr sagt, lieber ein bisschen weniger, weil, keine Ahnung, Vitrinenmodell oder so, dann einfach Bescheid geben, ansonsten liefert er es einfach mit maximaler Power aus, oder? So sieht es aus. Nein, das ist Grundeinstellung, das ist so, dass der wirklich perfekt laufen wird. Ja. Also da. Bis 21 nur mit Drossel fahren, das kenne ich noch von meiner Zeit her. oder so. Also, wir nehmen die Drossel raus für euch, auch wenn ihr jünger seid, und dann könnt ihr hier voll im Möhre den Akku durchfahren. Also, wir schweifen ab. Wir haben einen Schnellwechsler hydraulisch mit dran. Ist schon fest. Ich finde es klasse. Also es ist klasse. Ist super. Und wir haben die Zusatzanschlüsse, wie gesagt, für Zusatzgeräte. Momentan gibt es für den jetzt keine Zusatzgeräte. Noch nicht, aber ist ja alles in Arbeiten. Also ich denke, es wird alles kommen. Wir haben hier hinten mal ein bisschen was aufgebaut. Auch hier, wir werden ein eigenes Video machen mit den Anbaugeräten, die der Sicki hier mal zusammengebastelt hat. Denn ich wüsste nicht, wo ihr was Besseres auch kriegt, weil schaut euch das an. Im Eigenbau. So. Also, Modellbauschmiede. Mit einem groben Hammer hat er das. Aus dem vollen. Aus dem vollen Metall hat er das geschnitzt. Wie die Industriemechaniker. 3 Monate im ersten Lehrjahr nur feilen. Hier. Ja? Nein. Ich zeige euch das im anderen Video. Wie gesagt, abonnieren, Glocke drücken, kriegt ihr Bescheid. Ja? So, haben wir was vergessen? Wo sind wir denn? Nein, es verlaubt. Okay. Jetzt haben wir schon da Rückenstänger, sieht man das. Also, und zwar da unten, siehst du, da sind keine Motoren, also sind keine Motoren verbaut. Da sind Ketten drin, die laufen zum Drehkreuz Mitte und da unten sind links und rechts die Motoren verbaut. Auf der anderen Seite, da sieht man die Leiträder. So, da sieht man die Leiträder. Ja, also ich schätze mal automatischer Kettenspanner. Ja, klar. Ich glaube, das sieht man ja. Ja, genau das. Na. Ja. So, vielleicht auch noch. Ganz wichtig, genau. Damit man sich ein bisschen Material in der Kette aufbaut. Genau. Bisschen. Dass er nachgeben kann. Ne? So, jetzt kannst du mal da vorne, warte mal, spannen wir mal schön hoch den Arm. Und es sind natürlich auch 2 Funktionen gleichzeitig möglich. Ne? So, was ich noch sagen, was zum Beispiel auch mega stark ist, diese Verrohrung nur da vorne an den Zylinder. Das ist einfach klasse. Das ist einfach sauber gemacht, das ist wirklich. Alles tippitoppi, diese Hydraulikzylinder, 1A verarbeitet, saubere Schrauben drin. Das ist, also ich denke mal, man kann es nicht besser machen. Es geht nicht. Nicht für das Geld, gell? Ja, richtig. Ja. Nicht für das Geld. Ja, ich das war's eigentlich für dieses Modell. Wenn euch noch was interessiert, schreiben, melden. Unten in die Dinge, wenn ihr sagt, das wollt ihr unbedingt nochmal sehen, dann einfach Bescheid geben. Wie gesagt, schreibt unten in die Kommentare. Wenn ihr einen Kontakt zum Sigi wollt, auf meiner Webseite www.rc-bruderbaustelle.de findet ihr auf der Startseite gleich den Link Hydraulikservice rein in eine Bestellung.
Ja? Der Euro fällt nicht an. Ich erwähne es immer wieder. Es steht auch dabei, den Euro müsst ihr nicht zahlen. Das ist damit das Shop-System, das annimmt. Ihr packt es da rein. Das heißt, ich darf dem Sigi vom Datenschutz her eure Daten übermitteln. Dann meldet er sich bei euch. Funktioniert einwandfrei. Bisher überhaupt keine Klagen bekommen. Von dem her einfach mal reinschauen, einfach Kontakt herstellen und er beantwortet euch die Fragen zu diesem Modell, zu den Hydraulikmodellen. Wenn ihr Probleme habt in diesem Bereich, einfach da einen Kontakt nutzen, wenn wir ihn schon haben. Eben. Absolut. Also spielt keine Rolle, was da kommt. Wir machen eigentlich Hydraulik-Service für alles. Ganz egal. Ob perfekt. Groß, ob klein, ob dick, ob breit, scheißegal. Wir machen einfach alles. Ja, jawohl. Ja. Genau. Aber wir müssen, um das dazu zu sagen, bitte im Modellbau bleiben. Also wenn jetzt der Bauunternehmer von um die Ecke hier anruft und sagt, mein Liebherr funktioniert nicht ganz, kannst du da mal drüber dengeln, wird es vielleicht schwer. Aber er darf sich natürlich auch melden. Vielleicht hat er ja ein Modell auch im Schrank stehen. Ja? Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und ja, bleibt dran. Bis bald. Ciao.